Willkommen zu der neuen Mod-Vorstellung. Heute habe ich mal die, naja, nicht mehr ganz so neue Mods rausgekramt, aber naja, sie ist immer noch sehr gut, finde ich. Also, ja. Es geht um die Big Reactors Mod, nämlich mit dem ganzen Kram hier. Nochmal hier, ne? Big Reactors. Und ich wundere, was das alles ist. Das ist hier quasi aufgenommen in unserem Feed the Beast Infinity Mod Pack. Und ja, deswegen habe ich die ja auch benutzt, die Mods für Stromproduktion. Und deswegen, ja, kam mir die Idee, mal eine Mod-Vorstellung zuzumachen. Und ja. Heute wird die Mod mal in alle Einzelteile zerlegt und wir gucken mal, was die so auf hat. Wir fangen einfach mal mit dem Grundbauprinzip von einem Reaktor an. Das ist ein Reaktor, so ein toller 3x3 Block ist die kleinste Variante. Da, ne, Interface, kannst du hier ein- und ausschalten. Und halt den Müll, also quasi die ausgebrannten Yellowrium-Barren, also Yellowrite, oder ja doch, Yellowrium und Yellowrite, so heißt das. Kommt halt hier quasi rein, ne, tut man es hier rein. Dann werden quasi die da eingefuttert, es werden immer mehr eingefuttert, weil hier quasi drinnen, komme ich mir später nochmal zu, quasi auf der Innenseite auch nochmal zu sehen hier, im Fenster so Brennstab-Dingen ist, wozu es auch hier oben die Kontrollkonsole gibt, da kann man quasi die Steuerstäbe reinstellen, das heißt ganz den Stab 100% rein, ist quasi komplett aus und halt je weniger Stab drin ist, desto mehr hat das Ding halt Leistung, wenn man es hier einschaltet, kann man auch sehen, zack, da rein, dann kann man sehen, die Temperatur hier vom Kern und von der Hülle außen, die geht halt relativ schnell hoch. Und jetzt können wir quasi hier auch diese Steuer links anstellen und können gucken, so mit, was habe ich jetzt genommen? Oh, Moment, so. Ich habe gerade genommen 60%, also 40% Leistung, ist quasi 110 EF pro Tick. Wenn ich jetzt wieder hochgehe und dann die Steuerstäbe ganz rausnehme, müssten da so 200 rauskommen. Ja, 250 so. Quasi, ne, kann man einstellen, wie viel man raus hat. Und ja, das ist quasi der billigste. Kann man auch größer bauen, also quasi ist eine Multiblock-Struktur, kann man quasi so groß bauen oder auch so groß, also geht gleich noch größer, aber, ne, erstmal zum Gucken hier. Je größer das ist, desto mehr quasi passt da auch an Volumen noch rein. Und da braucht man quasi auch noch andere Sachen. Außer quasi dem Yellowrite, das man hier mal reinkippen kann auf beiden Seiten. Hat man ja die Stromausschlüsse hier, also Stromanschlüsse für hier. Kann man dann quasi Energiezelle dranhängen. Zum Beispiel hier die von, wie heißt denn hier? Thermal Expansion. Habe ich auch schon vorgestellt, die Mod. Ja, kann man quasi dann den Strom reinleiten. Allerdings muss man aufpassen, wenn man erst das Ding anschalten würde. Dann würde der sofort auf ultimative Hitze gehen und wenn man ja weiß, in einem Atomreaktor ist ultimative Hitze nicht ganz so gut, deswegen muss man quasi diese Hohlräume hier drin mit Flüssigkeit ausfüllen. Da kann man entweder nehmen, weiß ich nicht, ganz normal Wassereimer zum Beispiel, also mit Wasser ausfüllen oder Wasser oder mit zum Beispiel Resonant Ender von allen möglichen Mods, die das ja verwenden, also quasi geschmolzene Enderperlen, gibt es ja auch im Eimer. Das können wir mal testweise quasi hier vorne alles mit Wasser befüllen, ne? Also quasi den ganzen Reaktor hier innen drin fluten komplett, ne? So. Jetzt ist hier alles wasservoll. Das ist quasi der Kern des Reaktors mit Wasser gekühlt. Oder mit der Aufbau mit Wasser. Hier füllen wir jetzt Enderium rein, also quasi geschmolzene Enderperlen, die auch lustig einfach haben, wenn du reingehst. Du wirst wegteleportiert, quasi auch so die Hitze raus teleportiert wird. So von der Logik her, denke ich mal. Ob das wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass von der Logik her das so gedacht ist, wenn dann die Enderperlen hier drin sind, dass dann quasi die Hitze, die entsteht, raus teleportiert wird. Und jetzt machen wir mal hier einen Deckel zu. Stellen die beide auf 100%, beziehungsweise auf 0 quasi, ne, für 100. Schalten mal den hier erstmal ein. Der sagt uns, Core-Temperatur geht trotzdem in beachtliche Höhe und Strom ist gerade mal bei 340 so. Mit Wasserkühlung. Wenn wir jetzt hier gucken mit dem Enderium, einschalten volle Leistung. Der geht auch hoch, allerdings viel langsamer und geht auch nicht viel höher. Und der bleibt dann beim quasi bei 800 stehen oder bei 900 sogar. Oder vielleicht auch bis vielleicht nicht 1000. Also man sieht quasi, das, was hier drin als Kühlmittel drin ist, das dient quasi auch für Stromerzeugung. Weil quasi der hier jetzt schon wieder runterfahren ist, weil, ne, der hält die Vollleistung gar nicht aus. Wir können auch gleich mal gucken, was das Ding überpumpt hier. Und ja, man sieht, die Stromzellen füllen sich nicht. Warum tun sie das nicht? Was habe ich falsch? Warte, so, ich muss ein. Ich muss den Input einstellen. Das war der Output. So, jetzt müsste die Stromzelle auch füllen. Und wir sehen jetzt quasi, die hier füllt sich deutlich schneller als die hier, weil halt mehr Strom rauskommt. Und ja. So viel dazu. Dann gibt es quasi auch noch die ultimative Möglichkeit, einen ultimativen Reaktor zu bauen. Der ist jetzt quasi Brennstäbe drin, die drei hoch sind. Und davon dann 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12 plus. Nochmal 4. Ne, Moment. Da habe ich gesagt 12. Nein, 3, 6, 9 plus 4, 13. Also quasi 13 Brennelemente auf mal 3 Basis mit quasi voller Leistung. Und der läuft aktuell schon auf quasi 1000 Grad, aber halt stabil bei 23 Kilo RF. Also 23.400 RF. Das ist eine hohe Zahl, quasi, wenn man denkt, was hier quasi die Materialkosten sind.
weil diese Blöcke kosten nur ein bisschen Graphit, also quasi geschmolzene Kohle, beziehungsweise gebratene Kohle, sage ich mal. Ein bisschen Yellowrite, also das ist eigentlich so verdammt billig. Wenn wir jetzt mal gucken, was da so an Strom rauskommt. Das füllt das Ding jetzt schon ordentlich. Das ist schneller, als man es eigentlich sonst sehen kann. Also das, was da an Strom rauskommt, das ist schon eigentlich nicht mehr normal. Das ist schon unheimlich so, ne, man sieht. Und ja, das Ding läuft halt stabil. Auch alles quasi mit Enderium ausgefüllt hier. Innen drin komplett. Wie gesagt, hier auch die Brennstäbe drin. Kann man hier mal gucken kurz. Die ist alles da drin. Und quasi da diese Multiblock-Strukturen gehen halt immer wieder an und aus. Aber ne, man sieht, es ist schon sehr leistungsstark. Dann gibt es auch noch in der Mod Turbinen. Das sind quasi auch zweite Multiblock-Structure. Man kann nämlich quasi das Teil hier auch mit so Kühlports einen Eingang und Ausgang einbauen. Kann dann quasi hier auch das Helorium reinschmeißen und dann, ja, kann Wasser reinpumpen. Das kommt hier aus so einer tollen Betrokium-Drum raus, die dann da quasi dauerhaft Wasser reinpumpt. Was das Ding natürlich durch die Hitze dann in Dampf umwandelt. Der Dampf wird halt hier quasi von dem Output in den Input reingeleitet und dann wird quasi hier in der Turbine mit dem Dampf quasi ein Rotor gedreht. Wir können nochmal ganz kurz hier die elektrischen Coils anhalten. Dann werden quasi nicht mehr Strom produziert, sondern quasi der Rotor dreht sich auf ultimative Geschwindigkeit. Sieht man hier sehr schön. Und ja, wenn wir es hier auch quasi einstellen können, können wir hier quasi umschalten. Dann geht quasi Geschwindigkeit auf Strom zurück. Und ich überlege gerade, hier ist da irgendwo auch ein Output, ne? So. So, hier in der pumpt das auch aus. Ja. Weil jetzt kann man hier noch Strom rausziehen. Also, wir haben jetzt gerade aktuelle Leistung von 1000. Ja gut, Kilo Dings, nee, nicht, also nicht 1000 Kilo, sondern 1000 DF gewesen und wir haben jetzt wieder den Rotor aufpumpen lassen auf voller Geschwindigkeit. Ja, ich glaube, dass man nicht ultimativ laufen lassen soll, könnte katastrophale Folgen haben. Sehen wir quasi, dass die Rotorgeschwindigkeit bei 1800 Umdrehungen pro Minute ist, denke ich mal. Und ja, wenn wir dann die elektrischen Schalter wieder anschalten, dann geht quasi diese Bewegungsenergie in Strom zurück und das kann man halt so oft wie man will machen. Es gibt auch für beides einen Computeranschluss, quasi für ne, Computercraft. Kann man alles Mögliche machen. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt bastle ich mal eben quasi diesen Reaktor mal eben auseinander, um zu gucken, was da drin ist. Weil nämlich, wenn wir mal hier oben diese Blöcke abmachen, dann sieht man hier quasi den Innenraum von dem Teil. Und das ist quasi immer, das sind immer quasi diese Bestandteile. Man braucht halt einen Stromanschluss, weil sonst bringt sonst nichts. Steuerstäbe, diesen Helorium-Brennstab innen drin, die Blöcke, Reaktorsteuerung und halt dann je nachdem, hier, das brauchen wir natürlich auch noch, ne, für den Input von dem Zeugs. Und ja, wie man jetzt hier gesehen hat, das ist quasi auch mit Enderium gefüllt und ja, man kann hier auch die Steuerstäbe verstellen, das ist, ne, eigentlich soweit klar, wie das Ding aufgebaut wird. Kann man auch gerne, wenn man es nicht verstanden hat, mich anschreiben, sonst einfach mal selbst bei Google eingeben, da gibt es bei FeedTheBeastWiki einige Einträge zu, wie das gebaut wird. Und ja, den lassen wir mal laufen. Hier haben wir auch die Anzeige, wie viel quasi hier drin ist, ne? Also wie viel Müll, also es sind Cyanidbarren und Heliumbarren quasi als Treibstoff. Ne? Man sieht hier den Unterschied zwischen Gelb und Blau. Und ja, das Ding ist ein bisschen komplizierter zu bauen. Das mache ich jetzt einfach mal vor. Also wir machen quasi die Grundbasis, ist quasi auch wieder, ich glaube, man braucht quasi eine Mitte. Also man muss da quasi in der Mitte einen Block haben. Also 4x4 geht nicht, es muss schon 5x5 sein, wegen dem einen Mittelblock. Und dann kommt, wenn man die Mitte hat, quasi einfach, muss man diese Turbinenrotorschaft nehmen und die Turbinenrotorblätter. Kann man dann quasi hier einfach so einen Turbinenrotorschaft bauen. Und der muss allerdings auf einem Turbinenlager sitzen. So. Moment, nee, das Ding. Mach es mal ein bisschen höher hier, absichtlich. Da kann man ein paar mehr reinpacken. Dann kommen hier halt quasi rundherum die Turbinen angebaut. Da kann man verschieden viele nehmen, wie man gerade lustig ist. Man kann da auch 20 reinbauen. Müsste auch gehen. Da muss hier oben noch einer drauf und dann muss man einen Block nehmen für quasi elektronische Übertragung. Hier ist das quasi dieser Lian hier. Man kann auch Eisen und andere Sachen nehmen. Ich nehme mal diesen Lian jetzt hier. Der ist nämlich, glaube ich, sehr effektiv dafür. Und dann baust du einfach hier oben alles zu damit. Ne? Dann hast du quasi hier die Rotoren. Dann muss der ganze Kasten hier, das ganze Ding in den Kasten rein. Quasi einfach Deckel drauf und Wände rein. Damit das Ding hier auch sich bewegen kann. So quasi innen drin. Also dann hast du hier den hübschen Kasten. So, mal eben zu Ende bauen. So. Ja, komm. Mach ich es mal eben. Zack, 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 zack. Man kann ja auch für beide Bauten Fenster noch einbauen. Quasi, damit man das sehen kann, wie das innen drin sich alles dreht. Ne? Wenn man das toll findet, sich da die Rotoren anzugucken, wie sie darin sich wegdrehen. Warum die ja ständig ihre Farbe ändern, von dunkelgrau zu weiß zu blau, weiß ich jetzt nicht. Scheint wohl richtig zu sein, weil, ich weiß nicht, sonst würden sie meckern, aber
So. Jetzt brauchen wir wieder die üblichen Anschlüsse, alle quasi. Flüssigkeitsanschluss für den Dampf. Dann brauchen wir noch am besten hier so ein. Ja, das Ding kann man nehmen für kreativen Dampf, also zum Vorstellen quasi. Dann brauchst du die Turbinensteuerung dafür. Wo ist hier? Turbinenstrom. Ja, klar, brauchst du auch. Und dann tust du hier quasi Steuerungskasten rein. Hier das. Moment. Das Ding daneben. Und dann noch den dazwischen. Und dann einfach hier oben wieder ein paar Blöcke drauf. Zack, zack, zack. Und dann müsste jetzt, wenn ich jetzt die Gläser einsetze, eigentlich der Kasten anspringen. Hab was falsch gebaut. Irgendwas habe ich jetzt wieder verkackt. Ach so, Moment. Ach so, da muss einfach nur ein Rohr zwischen. Sorry, mein Fehler. Frage nur, wo nehme ich jetzt ein Rohr her? Ich brauche eben kurz einen Fluidakt. Gib mir mal einfach einen Hardened. Ja, genau, das war der falsche. Ein Hardened Fluidakt. So, Moment. Turbinendampfgenerator. So, das kommt einfach da dran. Was ist das hier für ein Block? Ach so, man kann direkt reinbauen. Hehe, lustig. Denke ich mal. So, dann kann man jetzt hier quasi auch aktivieren. Dann kann man hier einstellen, ob halt quasi, ne, die Flüssigkeiten, die drin sind, alle rausfliegen oder drin bleiben sollen. Und jetzt dreht er sich halt einfach lustig, ne? Hier oben sehen wir es auch, die Rotoren drehen sich. Alle. Und dann kommt halt quasi auch der Strom schon zu uns zustande. Und wenn wir jetzt die elektrischen Dinger bremsen, müsste die Geschwindigkeit vom Rotor wieder rapid zunehmen. Und. Ja. Ja, sie tut es. Sie nimmt zu. Wir müssten eventuell doch noch einen so einen Output hier dran zimmern, nämlich am besten den hier. Damit der, glaube ich, sonst die Flüssigkeiten nicht rausschmeißen kann. Das kann man einstellen mit einem ganz normalen, mit einer Schraubenschlüssel, mit einer Wrench, ne? Kann man quasi Ein- und Ausgang einbauen, wie man lustig ist. Und eigentlich sollte der diesen Müll jetzt rausschmeißen, tut er aber nicht. Ja, es sind quasi diese Induction Coils, quasi das, was den Turbinen quasi den Strom abzieht, ist jetzt aus. Deswegen halt nimmt die Geschwindigkeit zu. Kann man mal so bremsen, dann einschalten, dann geht halt Geschwindigkeit gegen Strom. Weil das jetzt relativ gerade. Ah, nee, jetzt hält es gerade die Waage, interessant. Okay. Ja, gut, eigentlich sollte das nicht so sein, aber scheinbar. Weil dieser, klar, der Dampfgenerator haut natürlich auch nicht rein. Der ist halt sehr stark, weil hier drüben kam halt nicht genug Dampf an, aber hier kommt ja jetzt tonnenweise Dampf an. Und wir können jetzt einfach Spaß gucken, was passiert, wenn wir den Rotor jetzt mal überdrehen lassen auf über 2000. Weil dann kommt ja. Rotors, keep over speed for too long may fail because catastrophically. Und ja, wir sind jetzt schon bei 2300 und ich weiß nicht, was dann passiert. Mich würde es mal interessieren, was passiert. Ich habe es noch nicht ausgetestet. People steht da sehr gefährlich, glaube ich. Wir sind bei 2007, 2008. Ja gut, das scheint wohl keine Auswirkung zu haben. Es läuft munter weiter. Faszinierend. Ja. Passiert hier auch irgendwas? Es sieht nicht so aus, als ob etwas passieren würde. Muss mal ein bisschen Strom abzapfen. Interessant, hier passiert einfach nichts. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja gut, dann lassen wir den mal so lange rumdöseln da und gucken mal, was wir, wenn der Reaktor überheizt. Indem wir jetzt mal hier mit der vollen Leistung reinfahren und gucken, wie lange es braucht, bis hier der Overheating kommt. Und ich überlege gerade, wir könnten den Schwamm da rein tun, um so abzaugen. Das geht, glaube ich, noch gar nicht in der Version. Ist ja noch 1,7 und wir sind jetzt bei. Okay. Ja, also. Okay. Oh, das läuft, das Ding. Das läuft. Frage nur noch, wie lange, weil. Ich weiß nicht. Ja, lassen wir es mal laufen. Und der hier überheizt gleich auch hoffentlich. Ach so, der Core ist halt einmal überhitzt, nicht das Casing. Da müssen wir mal ganz kurz innen drin vielleicht ein bisschen das Innenleben trockenleben. Trockenleben. So, legen wir mal kurz innen dran zu Ding trocken. Dann testen wir mal, was passiert, wenn der Ding zu heiß wird. So, jetzt ist das Innenleben komplett leer. Quasi haben wir zwar Hohlraum hier drin. Was natürlich dafür sorgt, dass die Hitze nicht mehr zirkuliert irgendwie oder so ähnlich. Und ja, schau doch mal, was das Casing macht. Das dürfte jetzt auch temperaturmäßig ansteigen. Ja, wann schmilzt der Kern? Es will nicht. Okay, ging der hier höher?
Okay, dann lass mal den mal einfach überbrutzeln. Ich hoffe, bei dem klappt das jetzt. Ja gut, der will jetzt nicht. Ach, der will auch nicht. Lustig. Aber ich weiß nicht, wie ich den Generator hier zum Überhitzen kriege. Indem ich einfach noch mehr von diesen Brennstäben da reinpacke. Weil je mehr Brennstäbe, quasi halt mehr Temperatur hier drin ist. Nun habe ich jetzt den Brennstab weggetan. So, dann packt man den Brennstab auch mal drauf. Bisschen Experimentierstunde hier noch. So, zack, Brennstäbe halt auf 100, ne? Yellow Right ist noch genug da. Und dann machen wir mal an. Ah, jetzt steigen die Temperaturen mal hier schön an. Aber immer noch nicht in den kritischen Bereich hier. Was ist denn hier los? Hallo, ja gut, das wird auch nicht kritisch werden. Und was macht der hier? Der dürfte jetzt bei 30.000 ankommen. Ja, der ist jetzt bei 10.000. Das läuft immer noch, das Gerät. Ich weiß nicht, ob das liegt, weil ich im Kreativmodus bin, aber eigentlich sollte das Ding doch jetzt irgendwas machen, wenn das hier so... Ne? Mal gucken, was er so ausspuckt. 20.000, 30.000, 40.000, okay. Ja, ja. Interessant. Also die tiefer, erst geht es wieder runter, dann geht es wieder höher mit dem Strom. Wenn ich gleich hier so ankomme, müsste der Strom ja noch höher werden. Eigentlich, so quasi in diesem Bereich zwischen Grün und Blau hier, so, denke ich mal. Ja gut, wenn du einmal, einmal vorlaufen lässt, dann kannst du den 30 Tage lang umpumpen lassen. Aber ich weiß nicht, was es bringt. Dass das der Sinn des Erfinders ist, man weiß es nicht. Ups, so, geh mal hier. Kriegst du volle Leistung hin mit Überbrutzeln. Was kannst du? Du kannst auch nichts, ne? Angenommen, ich transportiere jetzt noch ein bisschen Ethereum hier rein. Da müssten ja quasi eigentlich die Brennlampe die Hitze besser nach außen abgeben. In der Hoffnung, dass es dann mal Boom macht. Ich weiß nicht. Ich hoffe zumindest, dass es eigentlich mal Boom macht. Eigentlich sollte das mal Boom machen. Komm, machst du Boom? Machst du Boom? Machst du Boom? Ne, du machst auch keinen Boom, ne? Schade. Oder? Willst auch keinen Boom machen. Okay, scheinbar macht hier doch nichts Boom. Ich dachte, die macht vielleicht irgendwann mal Boom, aber... Wie es aussieht, wollen die keinen Boom machen. Naja, gut, dann kann ich das nicht mehr zu mehr sagen, weil wenn die keinen Boom machen, dann ist da kein Boom. Und ja, das ist quasi der Grundaufbau, den man für so einen Reaktor braucht. Also einfach nur Casing-Blöcke, ein Controller, Yellow-Right-Eingang, Stromausgang und halt die Steuerstäbe und diesen halt diesen Steuerteil in der Mitte. Und die Dinger haben Spaß, ne? Läuft. Nein, da sind sie sichtbar. Von hier sind sie nicht sichtbar. What? Interessant. Ja, hier überhitzt auch nichts, wie es aussieht. Gut, das ist quasi sichere Stromquelle, die dauerhaft am Brennen ist und schön einglüht, aber naja, gut. So war's das. Hallo? Ach, ihr seid jetzt da unten. Ja, würde ich mal sagen, ja, das war die Mod-Vorstellung. Danke fürs Anstellen. Wir ärgern jetzt noch ein paar Spinnen hier. Und ja, bis zur nächsten Mod-Vorstellung, bis zum nächsten Video, keine Ahnung. Und ja... Wir sehen uns dann mal. Gerne eine Bewertung für die Mod da lassen. Und ja. Demnächst kommen noch mehr Mod-Vorstellungen. Und wir sehen uns dann mal, ne? Deswegen. Ciao.